Also für mich ist es der coolste Charakter in dem Spiel, muss ich jetzt ernsthaft sagen. Wisst ihr, welche jetzt. Scheint jetzt offline zu. Okay, meiner Meinung nach schlechte Übersetzung, weil es scheint jetzt offline zu sein, würde niemals etwas sagen. So ein Chatprogramm oder so sagen. Oder ein Forum, aber egal, wir müssen jetzt erstmal hier mit der. Wow. Ja. Was war das jetzt? One-Hit? Ich habe jetzt gerade die Mission nicht so ganz gelesen. Ja, der trifft mich natürlich sofort. So. Ich meine, das hier war der One-Hitter gerade. Was hat der denn? Gut, wenn die hier jetzt gerade voll ist. Dann wird das jetzt mal gerade gemacht. Und wir gehen jetzt mit der. Ich nenne sie jetzt mal. Also. Die Waffe hier nenne ich jetzt einfach mal Überknifte. Wir werden beschossen, aber von wo? Von vorne, ne? Gut. So ganz im Gedenken an das LP von Bursi und Dietmar fucking Schwarz. Fuck, Mann. Gut. Das Vieh scheint tot zu sein sogar. Da ist noch einer mit unserer Pumpe. Gut, wisst ihr, was wir mal machen? Psalla. Eigentlich wollte ich sagen, wir testen. Ja, wir testen mal. Ja. Boah, Mann. Es nervt. Dass diese Waffe einfach, also dass die andere Waffe, die Pumpe, scheinbar so enorm hart ist, dass sie uns mit einem Treffer, können die uns echt, okay, dass sie uns echt mit einem Treffer scheinbar töten. Gut, der ist weg. Gut, der ist auch weg. Gut, der nicht. Naja, okay. Ich werde trotzdem mal, ah, na gut. Ja. Haben wir noch irgendwo nochmal eine Überknifte? Ja, ich weiß, ich verwende dieses Wort viel zu oft. Nee. Da ich also der Fernfeuertyp bin in diesem Spiel, also lieber von ein bisschen weiter weg. Außer halt so ein paar. What the? Kommt der da hoch? Der war da eben noch nicht. Ist der Typ eben runtergesprungen oder so? Super. Schutzweste kann ich jetzt auch schon vergessen. Ah, verflucht. Egal, jetzt. Egal. Oh. Fail. Mann, fail. Das ist jetzt so einer. Überknifft Russ. Hat er getroffen? Ha! Einfach mal weggehen. Den hat's festgenagelt. Den nicht. War aber trotzdem ganz sehr gut.
Oh ne, jetzt niemanden festgenagelt. Aber okay. Okay, ne? Okay, kennt ihr hoffentlich alle dieses Wort. Okay. So eine. Keine Ahnung, was das ist. So, ich werde, glaube ich, jetzt. Jo. Ich guck mal, wenn ich jetzt noch sterben sollte, dann werde ich nicht mehr bis zum nächsten Speicherpunkt gehen. Sollte ich jetzt nicht noch sterben, gehe ich noch zum nächsten Speicherpunkt. Ich sollte auch mal vielleicht Bullet Hand deaktivieren. Perfekt. Genau so muss es doch funktionieren. Ich mag diese Waffe auch sehr gern. So. Oh nee. Freundchen. Ja, nee, du auch nicht. Ganz ehrlich, nee. Das macht ihr alle nicht. Hier kommt keiner mehr weg. Ah, nee. Wow. Okay, Ah, warte mal. Ich reloade mal. Gut, von dort schießen sie auch. Ich guck mal jetzt mal. Ha! Okay. Da bleibt einfach mal die Waffe in der Luft hängen. Ah, verflucht. Ah, da ist so runtergefallen, die Waffe. Gut, 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 gut. Ich dachte gerade schon, wer ist das denn? Oder was ist das denn? Ah, so einer. Okay. Okay, Grenade. Gar verflucht. Prallt natürlich auch genau da ab. F, ja. Mit F komme ich nicht besonders weit. So. Oh, man. Das ist gut. Jo, genau so macht man das heutzutage, meine Damen und Herren. Genau so. Was? Gut, einmal kurz durchladen. Und vier. Und noch einmal kurz durchladen. Gut. Jetzt gehen wir wieder mit der hier durch. Gut. Übrigens sollte ich jetzt vielleicht doch noch einen Speicherpunkt zu weit gegangen sein, dann liegt das daran, dass ich jetzt gerade gar nicht erst bemerkt habe, dass ich wieder einen Speicherpunkt erreicht habe. Das kann ja auch ab und zu mal passieren. Sind wir jetzt hier. Ah, da müssen wir auf jeden Fall mal runter. Also, ja gut, hier wäre auch noch eine Leiter gewesen. Nee. Gut. Ich verstehe es nicht. Was? Ach. Wer ist denn hier hingekommen? Naja, lässt sich auf jeden Fall nicht bewegen.
Alter. Uah. Egal. Machen wir einfach weiter. Okay. Unsichtbar. Habe ich doch schon mal in einem früheren Part erwähnt. Der ist eindeutig da. Dass es eine Gegnerart gibt, die unsichtbar ist. Die ist sehr nervig. Finde ich persönlich. Aber auch gleichzeitig natürlich auch cool, ne? Okay, die hier jetzt nicht, die elektrisieren, nehme ich ein. Das ist ja nicht so das, was ich mir persönlich jeden Tag wünsche. Elektrisiert zu werden. Aber okay. Oder unter Strom gesetzt zu werden. So. So bin ich da. Also gut, da muss ich rein. Da muss ich aber mal ganz dringend rein. Da muss ich ganz dringend rein. Nee, nee, da kann ich runterfallen, bin ich mir sicher. So gut. So, da hüpft noch einer rum. Sitzt da unten. Da ist er. Ha, ich habe ihn getroffen, oder? Das Gute ist, die halten nicht sonderlich viel aus. Scheinbar. Aber vermutlich noch so viel, dass ich oft genug bei denen sterben werde. Bin ich mir sicher. Ich bin mir so hundertprozentig sicher. Da werde ich noch eine Menge mit zu kämpfen haben. So, kommen wir jetzt von hier. Ich muss doch verkackeiern. Oh, ne, wir müssen hier lang. Denke ich mal. Sag ich ja. Hier wird bestimmt noch mal so ein Unsichtbarer oder so jetzt kommen. Sag ich ja. Was sag ich? Habe ich irgendwas gesagt? Außer dass hier vermutlich noch ein Unsichtbarer kommen wird. Nein, habe ich nicht. So, kehren Sie durch den Haupteingangshalle. Gut, meine Damen und Herren. Ja, im Aufzug startet es, im Aufzug beenden wir es. Hier mit 5. Nee, okay. Ich hoffe, du kommst, Beckett. Hier kommen Feinde von allen Seiten. Ja, wir kommen aber erst nächste Folge, ne? Denn ich verabschiede mich nun von euch. Euer Hogwarts. In diesem Sinne, linke Mumm down. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Nochmal ein kleines Postskriptum noch, bevor ich jetzt hier aufhöre, komplett. Meine Güte, ich glaube, langsam aber sicher nähern wir uns sogar schon am Ende des Spiels. So ein kleines Gefühl einfach mal. Oder das Spiel geht noch 10.000 Millionen Parts. Naja, wir sehen uns.